der närrischen Zeit hat man endlich die Gelegenheit, sich einmal ganz anders präsentieren zu dürfen. Gesagt, getan, dachten sich viele Ballbesucher des SV Viktoria Balles in Machtrenk. Kreative Kostüme gab es an diesem Abend in Hülle und Fülle. Ja, das habe ich vor ein paar Jahren besorgt und hat mir sogar gefallen, so macht es sich auch. Also das Kostüm habe ich schon mehrere Jahre und nachdem ich jetzt seit Winter bei der Viktoria Machtrenk bin und die meinen Faschingswahnsinn noch nicht kennen, haben wir gedacht, das wäre eine ganz gute Idee. Ja, da gibt es bei uns so ein Kreativteam, die sucht im Internet Sachen raus und was dann für uns passt ist, das dann so halt einmal schauen, ob wir das nicht bringen und dann wird ausgesucht und dann machen wir es halt einfach. Ab gestern bin ich zufällig mit Bischof Schwarz zusammengetroffen, haben wir gedacht, das war eine gute Idee, uns das als Kostüm für den Faschings, für die Faschingsparty hier in Machtrenk. Aber das ist auch. Wir fahren ins Schlagerhaus, wir fahren ins Schlagerhaus. Und das muss er nur fast so ganz aus. Am liebsten war man mit dem Lagerhaus. Ich trug ganz zaus. Show-Einlagen am laufenden Band garantierten, dass die Lachmuskeln ordentlich trainiert wurden. Aber auch alle Tanzliebhaber kamen auf ihre Kosten. Ich tanze wirklich gerne und unterhalte mich auch gerne. Und es gibt nicht mehr viele Bälle im Machtrenk und die paar Bälle, die muss man einfach genießen. War ein rauschendes Fest mit vielen Narren. Und wie fragte einst schon Goethe, wenn keine Narren auf der Welt wären, was wäre dann die Welt? Wow.